Zum Abschluss der Wanderausstellung Keltenland in Baden-Württemberg im römischen Stadtmuseum Rottenburg gab es am Sonntag ein Highlight direkt vor den Türen des Museums, denn dort hatten Mitglieder der Keltengruppe Carnix ihre Stände aufgebaut, um interessierten Besucherinnen und Besuchern die Kunst- und Handwerkstechniken der Kelten näher zu bringen. Die Kelten haben uns leider keine schriftlichen Hinterlassenschaften vererbt, dafür viele Gegenstände, die auf ihre Kunstfertigkeit und ihre handwerklichen Leistungen schließen lassen. Die Kelten waren ganz tolle Kunsthandwerker, das sieht man hier zum Beispiel an den Fibeln. Man sieht es hier, was Textil und Arbeiten irgendwie gemacht werden konnte. Und sie waren eigentlich auch schon kurz davor, eine sogenannte Hochkultur zu werden, weil sie nämlich schon stadtartige Anlagen hergestellt haben, wie zum Beispiel der Heidengraben bei Bad Urach. Und dann ging das Ganze aber unter und man weiß nicht genau warum. Die Keltengruppe Carnix aus Rottenburg besteht aus 15 Archäologen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, ihr Wissen über die Kelten weiterzugeben. Und das am liebsten durch das direkte Gespräch sowie durch anschauliches Nachstellen der praktischen keltischen Fertigkeiten. Und wir haben uns dann schon im Jahr 2000 überlegt, dass wir vielleicht mal einfach eine Gruppe machen und bei solchen Museumsfesten auftreten, um die Leute zu informieren, weil man über Kelten auch in der Schule sehr, sehr wenig erfährt und auch viel Falsches. Benannt hat sich die Gruppe übrigens nach dieser beeindruckenden Kriegstrompete, die erst vor wenigen Jahren als Ganzes ausgegraben wurde und Carnix genannt wird. Bei Kindern ist besonders dieser Stand hier beliebt, denn da dürfen die Kleinen mal richtig anpacken. Hier wird Getreide zu Mehl gemahlen und mit den späten Kelten gibt es zum ersten Mal wirklich eine Drehmühle, also ein Gerät, das energiesparend eigentlich deine Muskelkraft also sinnvoll eingesetzt wird, um möglichst doch einen größeren Durchsatz an Getreide zu Mehl zu bringen, während es die Phase vorher drüben als Schiebemühle, wo man eben, das ist eher so die Zeit um 500 vor Christus, die frühen Kelten, die ja berühmt sind wegen den Goldfunden, vorrangig in den Goldfunden an der Heuneburg, während es in der Küche da noch sehr archaisch zugeht. Eine solche Drehmühle wurde am Heidengraben bei Grabenstetten gefunden. Achim Lehmkuhl war so fasziniert über diese Modernität, dass er sie nachgebaut hat. Fasziniert ist auch Maren Siegmann, und zwar von der präzisen Arbeit bei der keltischen Glasperlenherstellung. Bis heute wisse man nicht, mit welcher Art Brennofen oder Brenner die Kelten die filigrane Arbeit bewerkstelligt haben. Bei der Nachstellung passieren selbst ihr häufig Missgeschicke, obwohl sie die Temperatur heute sicher einfacher regeln kann als die Kelten damals. Da hat man winzig kleine Perlchen, die dann halt, also dann halt noch 3, 4, 5, 6 solche kleinen aufgesetzten Kügelchen haben. Und wenn sie da nicht ganz genau die Hitze kontrollieren können, dann schmelzen ihnen diese Kügelchen ein. Also so ein Kügelchen bleibt nur auf der Perle sitzen, wenn man die Temperatur wegnimmt. Wenn das ein ganz klein bisschen zu warm ist, macht das und aus den Kugeln werden Punkte. Und das ist den Originalperlenmachern nicht passiert. Und ich habe am Gasbrenner ein Mordsgeschäft, dass mir das auch nicht passiert. Die schönen Blau- und Türkistöne, die auch heute nicht aus der Mode sind, wurden mit der Zugabe von Kupfer und Kobalt erzeugt, erklärt Maren Siegmann weiter. Vieles, was die Keltengruppe präsentiert, zeigt vor allem eines: Die Kelten waren viel moderner, als man es vielleicht denkt. Viele Errungenschaften, wie beispielsweise auch das Kettenhemd, stammen von ihnen. Die Römer haben das meiste einfach übernommen. Mehrmals im Jahr ist die Keltengruppe Carnix unterwegs, um ihr Wissen zu teilen. Termine sowie weitere Informationen finden Sie dazu auf der Homepage www.keltentruppe.de.